Stahl. Ein Kraftprotz unter den Werkstoffen. Er steht für den industriellen Fortschritt von gestern, heute und morgen. Stahl ist der Superstar der Moderne. Und er steht für eine große deutsche Dynastie. Alfred Krupp ist ein Pionier, der die Stahlverarbeitung zu seiner Passion gemacht hat. Das ist meine Musik. Und die spielt in Essen, dem Firmensitz des alteingesessenen Imperiums. Er war schon besessen und getrieben von seiner Idee. Genauso wie sein Gegenspieler. Jakob Meyer will das Unmögliche wagen und Stahl in Form gießen. Kommt her, alle herkommen! So ein bisschen durchgeknallt muss man schon sein als großer Erfinder. Der große Alfred Krupp glaubt nicht an Meyers Vision. Meyer betrügt. Hören Sie auf mich. Dann wurde die Sache unfair. Sie nennen mich also einen Scharlatan? Ja, Scharlatan. Das war ein Name. Zwei Rivalen, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Eine umstrittene Erfindung und ein revolutionärer Weg, Stahl zu zähmen. Als am 8. Oktober 1826 der Stahlfabrikant Friedrich Krupp in Essen stirbt, läutet auch über seiner Firma das Totenglöcklein. Verehrteste Frau Krupp, ich möchte mein herzliches Beileid Ihnen und Ihrer Familie. Ich danke Ihnen vielmals. Für den ältesten Sohn brechen harte Zeiten an. Alfred ist gerade mal 14, als er den Vater verliert. Das Erbe bestand aus einem winzigen Häuschen, drei Geschwister, die er versorgen musste, eine Handvoll Arbeitern und Schulden. Schulden, die, wenn wir die nach heutiger Währung umrechnen würden, etwa 1 Million Euro betrügen. Hoffnungslos überschuldet. Jeder andere hätte das Unternehmen zugemacht. Doch die Stahlfabrik für immer dicht zu machen, kommt für Alfred und seine Mutter nicht in Frage. Selbst in der größten Trauer kämpft Theresia Krupp um jeden Kunden. Warten Sie. Mein Mann kannte das Rezept für Gussstahl. Verehrteste, ich bitte Sie. Glauben Sie mir. Er hat es meinem ältesten Sohn verraten. Ja, Frau Krupp. Niemand will der Witwe glauben. Mit seinen ruinösen Geschäften hat ihr Mann das Ansehen der Familie schwer beschädigt. Es liegt jetzt an Alfred, den guten Ruf der Familie wiederherzustellen. Der Teenager hat weder Geld noch eine Ausbildung. Aber er ist ehrgeizig. Er wollte natürlich beweisen, dass die Familie keine Versager sind. Alfred fasst einen Entschluss. Er will die Nummer 1 der Stahlunternehmer werden. Aber nicht in Deutschland, sondern in Großbritannien sitzen die Meister ihres Fachs. In den Hütten von Sheffield entstehen die besten Stahlprodukte der Welt. Die Engländer haben längst erkannt, Stahl ist der Werkstoff der Zukunft. Nach einem Geheimverfahren legieren sie flüssiges Eisen mit anderen Metallen, bis der Werkstoff entsteht, den das Industriezeitalter so dringend braucht. Stahl ist viel härter und flexibler als Eisen. Er kann immer wieder eingeschmolzen und bearbeitet werden. Schmieden und pressen, formen und walzen. Die ersten Erzeugnisse sind klein, aber fein. Englisches Uhrmacherwerkzeug erobert schon bald den Weltmarkt. Auch deutsche Handwerksbetriebe benutzen die filigranen Instrumente von der Insel. Die meisten allerdings nur widerwillig. Ach, Engländer. Die Briten bleiben nicht bei kleinem Werkzeug. Schon bald liefern sie auch den Stahl für die Schwerindustrie. Die vorbeifahrenden Schiffe auf dem Rhein sind für den Uhrmacherlehrling Jakob Meyer der Höhepunkt des Tages. Ist das Stahl? Viel härter und besser als unser Eisen. Die Rezeptur des britischen Stahls kennen die Deutschen damals nicht. Das Geheimnis wird streng gehütet. Und die Engländer lassen sich ihren Wettbewerbsvorteil teuer bezahlen. Onkel, wie kriegen die das hin?
Wenn ich das wüsste, müsste ich es denen nicht für viel, viel Geld teuer abkaufen. Viel zu viel Geld für mich, verflixt und zugenäht. Was viele Kleinbetriebe an den Rand ihrer Existenz bringt. Feinmechanische Instrumente mussten aus reinem Stahl gemacht werden. Die waren darauf angewiesen. Eines Abends wird der junge Jakob Meyer Zeuge eines kleinen Experiments. Der Uhrmacher will die sündhaft teuren Werkzeuge auf eigene Faust herstellen. Er beobachtet, wie sein Onkel eine zerbrochene Zange einschmilzt. Den flüssigen Stahl gießt er direkt in eine selbstgemachte Form. Ohne Walzen, ohne Schmieden, ohne Zwischenschritte. Jakob ist völlig gebannt. Die Idee seines Meisters, flüssigen Stahl direkt in eine Form zu gießen, hält er für genial. Dieser Lehrmeister hat nicht viel zustande gebracht und Meyer sagte später, hätte sie mich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte, aber die Idee war ja da. Und für Jakob hat sich die etwas eintönige Uhrmacherlehre doch noch gelohnt. Dass er mit dieser Idee Jahre später gegen einen mächtigen Stahlunternehmer antreten wird, ahnt er nicht. Die beiden wissen nichts voneinander, als sie in die Startlöcher treten. Auch nicht, als Alfred Krupp und Jakob Meyer nach England gehen, um Werksspionage zu betreiben. Die Deutschen im 19. Jahrhundert waren das, was heute Chinesen sind. Das heißt Industriespione auf breiter Front. Man geht dahin, wo es gemacht wird, schreibt alles auf, lernt, wie es geht, bringt es nach Hause und macht es nach. Patentschutz gibt's nicht. Und so versucht Jakob Meyer, Stahl nach englischem Standard zu gießen. Alles kaputt. Ärgerlich. Wir müssen einen Ton finden, der so wie der ist von den Engländern. Herr Meyer, sehen Sie sich das an. Was ist damit? Der hat keine Risse. Zeig her. Woher hast du den Ton? Aus der Eifel. Brandenburg, das ist er. Das ist ja, unser Ton. Endlich hält Meyer einen feuerfesten Tontiegel in Händen, in dem er seinen Stahl kochen kann. 1842 gelingen dem frisch gebackenen Unternehmer in Bochum die ersten Produkte aus Gussstahl. Und die Qualität kann sich sehen lassen. Chef, schauen Sie. Was gibt's? Aus einem Guss mit Stahl aus den neuen Tiegeln. Ich glaube, die kriegen wir besser hin. Ein Durchbruch, aber kein großer Vorsprung. Denn im nahen Essen sitzt ein ebenbürtiger Konkurrent. Alfred Krupp lebt für seinen Stahlbetrieb. Und nur dafür. Seine noch junge Ehe steht nicht zum Besten. Er hat Bertha Eichhoff geheiratet, eine Beamtentochter mit künstlerischer Ader. Wohin zog sie mit ihm nach Essen? In ein Haus, das mitten in der Fabrik stand. Das heißt also in Qualm, in Ruß. Dieser Hammer machte so viel Krach, dass im Haus in den Vitrinenschränken das Porzellan zerdepperte. Alfred, wieso gehen wir nicht mal wieder ins Konzert? Das hier, meine liebe Bertha. Das ist meine Musik. Ein Leben auf dem Abstellgleis. Auch setzen Staub und Ruß Bertha schwer zu. Am Ende leidet sie an Asthma. Er war stur, wenn es drauf ankam. Er hat sich durchgesetzt, er hat alles andere zurückgesetzt. Er war schon besessen und getrieben von seiner Idee. Alfred Krupps Ehrgeiz ist rücksichtslos, mitunter sogar brutal. Doch damit ist er erfolgreich. Das Unternehmen produziert in großem Stil und steigert regelmäßig die Gewinne. Das Essener Werk steht nicht still. Als Manager mit einem besonderen Gespür findet Alfred immer wieder krisensichere Aufträge. So brauchen die deutschen Kleinstaaten Münzen. Krupp prägt sie. Die deutschen Bürgerhaushalte wollen Essbestecke. Krupp formt sie. Der Name Krupp wird zum Markenzeichen für beste Qualität, made in Germany.
Erst als die Preußen neue Kanonen brauchen, bekommt er in Jakob Meyer einen ernstzunehmenden Mitbewerber. Brandenburg, angenommen, wir wollen Kanonen schmieden. Wie lange dauert das? Vielleicht eine Woche. Eine ganze Woche. Kanonen sind schwieriger herzustellen als Münzen oder Besteckteile. Schon allein wegen ihrer Form.